Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Ja, letzten Part haben wir den Tempel endlich hinter uns gelassen. Ja, und Emil ist momentan in Rudder-Modus und hat irgendwas gemacht. Er hat irgendwie so ein, ja, so ein Dimensiotor, schwarzes Loch. Ja, aufgemacht, wie kann man das sagen? Er hat eine Attacke eingesetzt, die er selbst nicht weiß, wie er die gemacht hat, und hat damit Rilena und Dex weggeschickt. Und Tenebrae hatte wohl eine Vermutung, was das für ein Loch war und wo die beiden sich jetzt befinden. Also die wurden Gebetsstätte eines Interio hingeportet, kann man sagen. Jetzt momentan bin ich hier und da oben war Lloyd. Aber hier war auch noch was und das möchte ich zu gerne noch. Jetzt hatte ich keine Wahl mehr. Jetzt wollte ich da gucken, ob da noch was ist. Bevor wir zu Lloyd gehen. So, Steel. Ja, Leute, es ist nicht mehr lange. Ich habe mal geguckt, wie viel noch bleibt. Wir sind schon auf einem guten Weg, durchzukommen. Na gut, es ist zwar noch ein Stückchen. Aber ihr habt nicht mehr viel Zeit, um euch ein Monster auszusuchen. Also, bis jetzt hat nur einer es getan. Da hinten sehen wir den Drachen. Das ist nämlich sein Werk. Tja, wer... Wie gesagt, wer nicht will, der hat schon. Also ab Kapitel 8 ist das letzte Kapitel. Und wenn wir da durch sind, ist das Projekt dann auch vorbei. Das heißt, ihr habt keine Chance mehr, irgendwie hier noch einen Platz zu bekommen. Also haut schnell in den Tasten. Oh, hier ist eine Truhe gewesen. Schwarzes Schwert. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ein neues Schwert. Will ich haben. Ja, guckt nach. Vielleicht seht ihr was Interessantes auf den Internetseiten. Also gibt einfach da ein Monster Guide, wie auch immer. Ihr und da sucht ihr dann halt was raus. Und wenn die nächste Gelegenheit sich bietet, hole ich das Monster ab, trainiere es und entwickle es, wie ihr es gerne haben möchtet. Ihr müsst es natürlich auch so machen, dass ich weiß, was für ein Level dieses Monster braucht und wie die Entwicklungsstufe heißt. So wie jetzt zum Beispiel Galenit war ja ein Wehrdrache, wurde zum Schattendrachen und jetzt ist er ein Fafnir oder wie das auch heißt. Ja, Fafnir. Ja, somit habe ich das auch mit Fenrir gemacht und mit den ganzen anderen. Weil den wusste ich, wie der noch ging. Nach dem schwarzen Wolf konnte man den in den verwandeln. Ich habe es mal mit einem anderen schwarzen Wolf ausprobiert, ist in einer anderen Form entwickelt und der gefällt mir ganz sicher nicht. Gut, nochmal zur Erinnerung, ihr habt nicht mehr viel Zeit. Es sind auch noch ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wie lange noch ich hier noch brauche, weil ich muss ja auch aufnehmen währenddessen. Das kommt ja auch zweimal die Woche, zweimal pro Tag. Und das heißt, ich muss auch definitiv ein bisschen vorarbeiten. Gut, weiter geht's hier. Wir müssen herausfinden, was Leute da hinten treibt. You're too late. No, you are. What? If you were just a little bit quicker, you wouldn't have had to deal with me. You zip around from one place to another like a pesky flea. But this time you won't be getting away. Now hand over the core! I don't have time to play with you.
Oh, so you want to fight? That sounds good to me. I wouldn't do that if I were you. Just shut up and hand it over! Don't say I didn't warn you. Catch you later. You damn bastard! What's that? Watch out! That thing's giving off a lot of juice! Damn it! Get out of my way! War ja klar, dass ich hier kämpfen muss. Der sieht schon krank aus. Naja, gut. Wir werden. Was haben wir denn hier? Werwölfe und Kuduroi. Ist das ein Monster, das wir haben könnten? Also, ich hätte mal lieber meinen Terra mitnehmen sollen. Naja. Egal. So. Ich werde das jetzt mal schnell beenden. So, wartet. Einmal kurz das einsetzen. Und jetzt. Strahlengebrüll! So, erstmal 17.000 reingewirkt und damit haben wir die Kleinen erledigt. Deswegen, das ist sehr nice, die Attacke. Ich sollte mal wieder mal ihr Hut wechseln. So, komm her. Was willst du? So, jetzt wird nur noch, dass ich hier mit Emil noch was schaffe. So, Doppeltot, aber der müsste jetzt auch gleich tot sein. Dauert nicht mehr lange. Ja. Und das war's. Oh, wir haben 45 erreicht. Geil, Mata natürlich auch. Und Ganenit, oh, 63 schon. Oh ja, bei 10.000 Erfahrungspunkte. Cool. Neue Fähigkeit. Müssen wir gleich mal gucken. Eine neue Fertigkeit. All right. Now to take care of Lloyd. I am afraid it will have to wait, Emil. I am unable to sense Tonitrus's presence right now. That coward sure knows how to run away. Then I suppose Relina isn't here either. Which means that she must be at Solom's altar. Then we need to go to the Temple of Earth, right? It's been closed for a while because of the shaking from the quake. Hopefully they've reopened it by now. That would mean returning to the Meltokio region. But before we proceed, I suggest that we talk to Director Schneider. That's a good idea. Wait a minute! Look, I'm sorry, all right? So now will you stop ignoring me? Marta. Oh ja, sie ist ziemlich sauer. Ah, hier ist wieder eine Maske. Leute, Maske dabei erhalten. So, dann hören wir uns das hier mal an. Kampf. I hope Relina is all right. I'm worried that she got sucked in with the Vanguard. I hope she isn't attacked by Dax. It's the cores they're after.
I doubt they'd harm a woman who has nothing to do with all this. You're worrying over nothing. Sheena, Regal, Tenebrae, let's get going. Hey, Marta! I make it a rule not to speak to insensitive creeps. What are you talking about? Damn it! Boah, die ist ziemlich sauer. Jetzt geht's hier aber rund wieder. Kampf Teil 2. Hey, Marta, about that monster. Sheena, I'm starving, aren't you? Yeah, I guess. Marta, are you listening? Hey! Tenebrae, are you picking up anything about Relina's whereabouts? I'm afraid that is impossible. She would need to have a connection to Lord Ratatosk. Come on, Marta! Regal, we should really be getting back to see Director Schneider, right? Yes. Damn it! Enough is enough! Die ignoriert ihn komplett. Und die Monster sind hier weg. Okay. Ich hab mich vertan. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Ich wollte jetzt nicht kämpfen. Aber gut. Ihr legt es an, auf Kreuz zu legen. So, wie viele Kerne gibt es denn noch? Also Licht, Erde und Lightning, also Elektro. Das sind noch die Kerne, die ich jetzt noch zollern Luma und hier der neue, den ich nicht aussprechen kann. So. Zing! Ah, ist das schön. Jetzt kann ich die Attacke. Juhu! Voll geil. Nur, wie zum Teufel krieg ich die eine Attacke? Ich hab keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Yes, I watched all of it. You fight, don't watch. Ja. So, jetzt erstmal die neue Fertigkeit, würde ich mal gucken bei Emil. Ist die Frage nur, was ist neu? Luftattacke 2. Ex-Angriff 1. Führe einen mächtigen Spezialangriff aus, indem du A während du auf dem Boden bist. Okay. Während du auf dem Boden bist. Das heißt, ich muss auf dem Boden. Oh. Heißt das. Verbraucht 5 Punkte. Ich probiere es einfach mal aus. Führe einen mächtigen Spezialangriff aus, indem du A gedrückt hältst, während du in der Luft bist. Ah, okay. Ich probiere es mal beides aus. Warte mal. Das sollte ich mal verbinden. Gleich. Einmal das Trio umwandeln. Und Reiki, du gehst mal für. Ne, du bleibst noch dran. Ich werde eben kurz mal Galenit mal rauspacken. Ich will mal mit den beiden mal kämpfen. So. Ausrüstung, Fertigkeiten. Erholung. Luftkombo 2. Luftattacke 2. Kombo plus. Luftattacke das raus, Luftattacke das rein. Glacius. Klingenrot, naja, der gefällt mir nicht so ganz schön, super. Jetzt habe ich noch, genau noch 4. Steckt das eigentlich? Rücktritt. Achso, ich will mal Marta, wie komme ich denn jetzt da hin? Habe ich hier gar nie gesehen. Okay, Ex-Angriff. Dann packe ich mal Flucht raus. Das
kann ich mal anschalten alles. Ja, 99. Ja, dann kann ich hier, glaube ich, alles anmachen. Hier nicht. So, hier habe ich noch 4. Da war doch noch was. Ich guck mal, ob das leckt. Aber erstmal müssen wir wieder zu Director Snyder. So, wie genau wird das hier anschalten? A gedrückt. Achso, das ist hier Spezialattacke. Aha. Okay. Irgendwie hat das nicht ganz geklappt. Komm. Zack. Komm, machen wir das einfach mal schnell. Der Kampf geht dann schneller vorbei. Ich glaube, ich sollte mit Martha mal kämpfen, dann gehen die Kämpfe wirklich schneller vorbei. Zack. So 17.000 oder 16.000. Okay, 12.000 jetzt noch. Die gehen ja schnell vorbei. Und da die Monster. Ach, das wird sogar noch cool. Falls jemand tot ist, kann ich damit sogar wiederbeleben. Wisst ihr was? Das haben wir schon lange nicht gehabt. Ein Wechsel. Ich spiele es mit Martha eine Runde. Dann kontrolliere ich mal die Arte. Das kann weg. Nehmen wir mal Sturmschwalbe, Photon, das. Sturmschwalbe, Goldener Phönix ist ja eigentlich völlig egal. So. Das erste Mal, dass wir hier mit Martha rumlaufen. Die läuft doch komisch, ey. Ja, man kann es nicht wie im, wie heißt gleich, im ersten Teil, die Charaktere zum Anführer wählen. Man muss tatsächlich mit denen an der vordersten Front sein. So, einmal kurz heilen. Und dann erstmal hier raus. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Tempel. Na. Oh. Das Monster ist jetzt hier neu für uns. So, dann komm her. Ich will das schnell hinter uns bringen. Aber das Problem ist, es muss schnell rot werden. Wie zum Beispiel jetzt gleich. Ja. Komm. Und dann machen wir einfach diese Attacke und der Kampf ist schneller vorbei, als man gucken kann. Zack, damit heilen wir noch alle gleichzeitig und kreieren einfach mal 11.000 Schaden. Damit ist der Kampf auch schneller vorbei. Beautiful roses have thorns. Cutie Marta has a fang. Be a little more enthusiastic. Das schwarze Schwert sieht nicht wirklich schwarz aus. Hm. Wer sich das wohl so gedacht hat? Thank you for coming. We received reports the Vanguard was here. They were, but they've left. So you're here cleaning up the corpses of wimps? At least you're making yourself useful. Emil! What? Why are you so pissed off? Are you all right? Yeah. I just had this weird memory again. Memory? The one where Richter is killing me. Maybe you're right. Maybe I am Aster after all. We won't know for sure until we ask Relina.